Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Stefan. Und ich habe mich schon lange nicht mehr über Brunnenwasser ausgelassen, aber heute gibt mir Stefan allen Grund dazu. Guten Tag, liebes Konishi-Team. Ich möchte mein Brunnenwasser für meinen Koi-Teich nutzen. Es ist leider zu sauer und der Eisenanteil ist zu hoch. pH liegt zwischen 3,7 und 4,2, Eisen liegt zwischen 2 und 3, Teich 37 Kubikmeter, Filterbürsten plus Biologie 10 Kubik. Im Anhang findet ihr den Laborbericht und ein Foto vom Teich. Vielleicht könnt ihr einen Hersteller der Enteisungsanlagen für solche Zwecke anbieten, empfehlen. Mit freundlichen Grüßen, Stefan. Lieber Stefan, ja, ich habe mir spaßeshalber den Prüfbericht, den du ja Gott sei Dank hast anfertigen lassen, den viele haben nicht anfertigen lassen, durchgeschaut und da sind mir neben dem zu hohen Eisen, viel zu hohen Eisen und dem pH-Wert noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass es keine Bestimmung der Carbonathärte gibt, sondern nur eine Bestimmung der, sondern nur die Bestimmung der Gesamthärte, die ich jetzt aber auf die Schnelle auch nicht mehr finde. Der pH-Wert in solchen Proben ist scheißegal. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt natürliche Mineralwässer, die schon natürlicherweise CO2, also Kohlensäure in sich haben, was ja nichts anderes als CO2 ist. Ja? So. Und dieses Wasser, da könnt ihr messen, den pH-Wert, der wird immer irgendwo bei 2, 3, 4 liegen. Keine Ahnung, ich bin kein Trinkwasserexperte. Entscheidend ist aber nicht der pH-Wert, sondern entscheidend ist die Carbonathärte. Dann ist die Carbonathärte hoch, zum Beispiel bei 5, 6 oder 7, wird, wenn man dieses Wasser, dieses natürliche mit Kohlensäure versetzt oder natürlicherweise besitzendes Wasser, Kohlensäure besitzendes Wasser, wenn ich das in Koi-Teich tue, das CO2 gast entweder ratzfatz aus oder wird von den Algen für die Photosynthese verwendet und dann tendiert ein Wasser mit einer hohen Carbonathärte sofort zum Alkalischen hin. Sorgt also dafür, dass das Wasser eher alkalisch wird, als dass es weiter sauer ist. Also der pH-Wert von eurem Ausgangswasser, auch wenn ihr euer Leitungswasser messt, ist nicht entscheidend. Messt die Carbonathärte. Die gibt eine Aussage darüber. So, also von daher ist das nichtssagend und die Angabe der Carbonathärte in deiner Analyse fehlt. Aber wenn du mal aufmerksam schaust, dann kriegst du hier einen Ammoniumwert von 0,8 Milligramm pro Liter Ammonium ist in deinem Grundwasser. Und sie glauben gar nicht, wie viele Grundwässer es gibt, wo Ammonium, Nitrit oder Nitrat viel zu hoch sind. Du hast auch Nitrat von 100 Milligramm pro Liter. Und das ist im Prinzip genau der Grund, warum Deutschland von der EU schon seit Jahren gemahnt wird, wir sollen schauen, dass wir dass den Nitratwert in unserem Grundwasser, in unserem Leitungswasser nach unten bekommen, weil es wirklich nicht für Kleinkinder ist, es glaube ich nicht ganz wirklich gut, wenn die Babynahrung mit zu nitratreichem Wasser angerührt wird etc. pp. Aber mittlerweile oder bislang hat man es nicht in den Griff bekommen. Der Grenzwert liegt hier bei 50, du hast 100. Und wenn man jetzt mit einem Bürstenfilter, mit allem, wenn man jetzt noch sieht, Nitrat ist ja ein Wert, der weiter ansteigt, du hast irgendwann mal einen Nitratwert von, keine Ahnung, von 150, von 200 und irgendwann ist auch mal gut. Also bei dir werden die fäkalen Belastungsparameter wirklich, wirklich völlig durch die Decke gehen. Also dein Eisen ist nichts, pH-Wert kann ich gerade nicht beurteilen, warum die Carbonathärte nicht angegeben wurde, aber ein Ammonium von 0,82, das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, 0,82 Milligramm pro Liter, dann würdest du pro, das ist jetzt Ammonium, muss ich mal 4 rechnen, 4 mal 8 sind 32, pro Liter Teichwasser, was du reingibst, würdest du nochmal pro Liter, jetzt muss ich nur andersrum rechnen, würdest du nochmal 3,2 Milligramm Nitrat indirekt ins Wasser geben, weil wenn das Ammonium mal über Nitrit zu Nitrat umgebaut wurde, ist das, was an Nitrat entsteht und das wird nicht weiter abgebaut. Also mit anderen Worten, du lebst wahrscheinlich in irgendeinem landwirtschaftlichen Einzugsgebiet und aus der Tiefe, wo du das Wasser holst, ich gehe mal davon aus, dass es Oberflächenwasser ist und dass du keinen Tiefbrunnen hast, nicht machen. Einfach nicht machen.
nimm Leitungswasser, nimm Seeauleitungswasser. Und man muss ja immer überlegen, all diese Laborberichte, so richtig und gut wie sie sind, es sind immer Augenblicksaufnahmen. Das sagt Ihnen nichts, wie im Jahresverlauf die Qualität des Grundwassers schwanken kann. Machen Sie es gut. Vielen Dank für deinen Beitrag, Stefan, und bis zum nächsten Blog. Ciao.